Eine Sache, die ich im Laufe der Zeit bemerkt habe, ist, dass egal wie lange es dauert, Secrets nie für immer geheim bleiben. Und dass die Denkweise von Frauen immer mysterious bleiben werden. At least für uns Jungs. Okay, jetzt kommt mein Crashkurs 101. Bestimmt hast du schon mal einen Hate-Text bekommen. Ganz normal und harmlos. Freunde können sich untereinander mit Hey begrüßen und immer noch den freundlichen Vibe spüren. Ein Was-geht-Text, auch sehr beliebt, und hat eine Prise von Du bist mein Homie und wir spielen gerade im Friendzone-Gebiet. Weißt du, alles immer noch im grünen Bereich. Aber hast du schon mal ein Hey, was machst du Text bekommen? Um noch genau zu sein, eine Hey, was machst du Nachricht um 22.30 Uhr oder später? Wenn ja und ihr bisher nur befreundet wart, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du davon ausgehen, dass sie Disney Plus und chillen will. Kapuja, Kapuja! Letztens genauso um 23 Uhr bekam ich einer dieser Texte, hatte mir nichts dabei gedacht. Und einfach normal geantwortet. Ein bisschen hier und da ein paar Scherze gerissen. Alles war easy und so, bis wir zum Ende unserer Konversation kamen. Da meinte sie nochmal, hey, was machst du? Ich hab's mich zwar vor 5 Minuten schon gefragt, aber no problemos. Meinte dann, nichts und du? 10 Minuten keine Antwort, lässt mich aber oft gelesen. Ein Dribbeln juckt mich kein bisschen. Tougher als Stahl, Brudi. 15 Minuten, keine Antwort. Sie hat mich zweimal gefragt. Soll ich vielleicht nochmal fragen oder? Na. 20 Minuten später. Nichts. Was machst du so? Sie hat mich jetzt dreimal gefragt. Und ich wusste, dass sie entweder etwas über mich von der LTK gehört hat oder dass sie nur darauf wartet, ein bestimmtes Gesprächsthema aufzubringen. Ich habe nur eine Lösung gefunden, einen Ausweg. Jungs.